Hallihallo und willkommen zu Road to Glory Nummer 20 oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Denn vielleicht steht im Titel heute auch Mineralwasser, da ich ja spezifisch darauf angesprochen wurde, dass ich das Ganze nicht Road to Glory nennen soll, falls mir immer noch welche Spieler gespendet werden. Und da dies der Fall ist, werde ich es vielleicht jetzt einfach umnennen. Mal sehen. Wir gucken einfach mal. Und ja. Ihr habt gesehen, drei Neueinkäufe. Einer davon ist Wellington Silva für den linken Flügel. Ziemlich krasser Spieler. 5 Sterne Skills, 81 Tempo und Rechtsfuß. Aber 81 Tempo, werdet ihr sehen, ist nicht ganz der Wahrheit. Unser Gegner hat ein All-Brasilien-Team und nannte sich Mr. Skill 97. Der Typ konnte eigentlich überhaupt nicht skillen. So ein ganz bisschen ging schon, aber... Ja, dieses Standard-Rabona-Fake und Ronaldo-Chop-Zeug, was ich hier auch am meisten mache, weil ich zurzeit einfach nicht gut drauf bin in FIFA, aber das habe ich schon mal angekündigt. Mehr war bei ihm noch nicht drin. Und ja, nach der Ecke gehen wir hier einzeln in Führung durch Kike Sola, unseren Stürmero da vorne drin. Linksfuß und nicht ganz so überragend schnell. Hab mir natürlich schon so ein, zwei ausgesucht, die da ihn ersetzen werden. Aber zurzeit... macht er seinen Job davon noch ganz gut. Und unser Gegner gleicht dann leider aus durch Rafael Sobis in der 44. Minute. Und als guter Skiller gehört es natürlich dazu, immer wieder den Flick-Flack-Jubel anzustreben. Und nach diesem traumhaften Tor geht es auch direkt in die zweite Hälfte, wo Matilla auf Sola spielt. Dieser probiert dann sein Glück im Doppelpassspiel und... Nein, reicht leider nicht ganz. Wunderbarer Spielzug eigentlich an sich, hat leider nicht ganz geklappt und hier wird das Spiel nimmt eine scheiß Wendung, weil unser neuer Verteidiger hier, anstatt den Fuß zu benutzen, lässt er sich jetzt dann noch hier von Wallison dupieren und Wallison ist einfach unheimlich gut. Da ist leider für unseren Adan, der aber wirklich, ihr habt ja gesehen, wie der gepatzt hat in den letzten Spielen, ich war richtig genervt von ihm. Und deswegen würdest du gerne noch einen vierten Neueinkauf geben, ein viertes Signing. Und ja, wir bleiben direkt im Spiel. Direkt nach dem Anstoß ist es hier Kike Sola, der gefoult wird. Und einfach mal eine ganz andere Freischuss-Variante. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendwer von ihm überhaupt Freischuss schießen kann. Also raus auf Sanchez und der muss ihn ja eigentlich machen und verzieht. Ja. Hat so manchmal seine Schwächen im Abschluss, habe ich das Gefühl. Aber dafür haben wir noch ein paar anderen, zum Beispiel unser Neueinkauf, Wellington Silva, hier mit dem Ausgleich 2:2. Wunderbar ist der Typ, Rechtsfuß und 5 Sterne Skills, hat genau das, was ich quasi auf den Flügeln will. Und hier bekommen wir dann die Chance auf die Führung und damit die, der Situation, die Vorentscheidung. Hier wird Sanchez seinen Schuss noch geblockt, wäre wohl nicht allzu gefährlich geworden. Dafür ist es die Ecke. Kike Sola hat die Entscheidung, also Vorentscheidung auf dem Kopf und trifft das Tor leider Gottes um Haaresbreite nicht. Und hier dann quasi die spielentscheidende Szene, dass DD den Sanchez da überholt, fand ich schon ziemlich lächerlich. Ich meine, Sanchez hat jetzt 90 Pace und DD mit seinen 81, na gut. Und er kriegt hier einen Freistoß in der 86. Minute. Natürlich völlig gerechtfertigt, aber dass DD ihn da einholt, finde ich schon ein bisschen lächerlich, den Sanchez. Und er schlägt den Ball nach vorne. Und jetzt die wunderbare Adan-Aktion. Ich hole ihn nicht mal raus. Und Ronaldinho köpft den Ball hinein. 3:2 und das war dann... Ja, wie nennt man es? Ein klitzekleiner Schock, denn jetzt mal ganz ehrlich, der Ball wird nach vorne geschlagen und wenn man den Keeper nicht rausholt, dann bleibt der gefälligst auf der Linie. Ich meine, ich hatte ja noch einen Verteidiger da stehen und er hätte ihn vielleicht sogar gehabt und natürlich werfe ich dann alles nach vorne eine Minute später schon. Kike Sola ist sogar hier, bekommt nicht den Ball, aber unser Michel, also wenn der Michel ihn schon nicht macht, da war mir klar, das wird nichts mehr. Darum verlieren wir 3:2 leider. Ich glaube, was die erste Niederlage mit dem Team oder die zweite. Sei es drum, wir haben uns zwischendrin noch einen neuen Keeper geholt und zwar den guten alten Bruno Alves von der spanischen Liga hier für 1000 Münzen und den packe ich hier dann direkt mal für Adan rein, denn Adan hat mich ein bisschen genervt und unser nächster Gegner hat ein Premier League Team vorne drin mit Akbon Lahore und Cole Carrington. Cole, der spielt aber in der zweiten Liga, dahinter dann Suarez und Sessegnon, also ziemlich starke Offensive mit Akbon Lahore natürlich.
Immer leider brandgefährlich in meinem 4-2-2-2, 4-2-2-2-System. Wir gehen aber in Führung. Hier durch den Ball. Natürlich nicht. Ich nehme alles zurück, denn das ist die schlimmste Szene, die Kike Sola mir antun konnte. Er ist schon vorbei mit dem Kopf, hat das leere Tor vor sich, trifft nicht. Also muss es wohl jemand anders richten. Kike Sola diesmal für Sanchez und dieser lässt sich nicht faulen. Und Kike Sola macht ihn diesmal per Kopf rein, einfach in die Mitte geflankt. Kein schönes Tor, kein lobenswertes Tor, aber der Gegner hat mit seinem Akpan Labor einfach zu viel Druck da vorne gemacht, als er sich das so hätte stehen lassen können. Wieder ist es Kike Sola, diesmal für Sanchez, dieser mit dem McGee-Spin, lässt sich nicht abhalten und wieder mit seinem schwachen Fuß den Finesse-Shot in die lange Ecke. Ich hoffe, man hört in der Aufnahme jetzt nicht den Rasenmäher, der draußen angeht. Fenster ist zwar zu, aber ich hoffe, den hört man nicht. Muss ich mal gucken dann. Und 2-0 also, und der Gegner war gar nicht mal so schlecht. Allerdings hat ihm dieser Doppelschlag eigentlich das Genick gebrochen. Hier, warum ich sage, dass der nie im Leben nur 81 Pace hat, Wellington Silva. Also, es ist schon die größte Lüge überhaupt. Hat mindestens mal 87 oder so in meinen Augen. Aber das stört mich natürlich nicht. So, ich sah billiger ein bisschen und wir haben ihn im Team. Sanchez dann hier mit seinem Solo-Versuch. Kike Sola bekommt den Ball, setzt sich stark durch. Trifft nur die Latte, aber dann wieder zweiter Kopfballtreffer heute für ihn. 4-0 und natürlich die endgültige Entscheidung in der 69. Minute. Da feiert er auch mit sich selbst und tut so, als würde jemand mit ihm feiern. Und leider das allerletzte Tor dann ist sein zweites Tor von Sanchez. Wunderbarer Lupfer hier über den Keeper und drin ist das Ding. Ja, das Spiel endet 5-0 und damit endet auch die Episode heute. Ich bereite mich jetzt langsam mal mental auf heute Abend vor. Entschuldige mich nochmal, dass gestern keine Episode kam. Hatte ja zu viel Stress in hier Real Life. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Meine Videofrage ist heute natürlich: Was denkt ihr? Wie geht das Spiel heute Abend aus? Dortmund, Bayern, DFB-Pokalfinale? Schreibt es in die Kommentare. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.